Hallo und herzlich willkommen bei Heilpraktiker in Ohr. Mein Name ist Barbara Birke-Trummer. Die mündliche Prüfung stellt meistens eine große Herausforderung dar. Und ich möchte Ihnen heute einige wichtige Tipps geben für Ihre mündliche Prüfung zum psychotherapeutischen Heilpraktiker. Zum einen machen Sie sich Gedanken, wie Sie sich beim Amtsarzt vorstellen möchten. Was der Amtsarzt gerne wissen möchte, ist, was Sie bisher beruflich getan haben und warum Sie diesen Abschluss machen möchten, diesen psychotherapeutischen Heilpraktiker. Gerne hört er auch, dass Sie eine psychotherapeutische Praxis aufmachen und auch mit welchen Menschen und mit welchen Therapieformen Sie dann in dieser Praxis arbeiten wollen. Wenn Sie eine Weiterbildung machen wollen, zum Beispiel in Gesprächstherapie oder Gestalttherapie, teilen Sie auch dieses dem Amtsarzt mit. Häufig läuft die Prüfung so ab, dass Sie ein Fallbeispiel bekommen. In diesem Fallbeispiel sollen Sie eine Diagnose stellen. Seien Sie aber nicht zu schnell mit diesen Diagnosen, sondern stellen Sie auch differenzialdiagnostische Überlegungen an. Viele Symptome sind bei den Krankheiten sehr ähnlich und der Amtsarzt möchte auch hören, dass Sie durchaus wissen, dass diese Symptome bei diesen verschiedenen Krankheiten vorkommen. Wenn es sich um körperliche Symptome handelt, denken Sie bitte daran, dass Sie Ihren Klienten auch zu einem Arzt schicken müssen, der diese Symptome körperlich abklärt. Sehr viele psychische Erkrankungen gehen zum Beispiel mit Herzrasen oder Herzbeschwerden einher. Und da wäre es fatal, wenn Sie nicht sagen, dass Sie diesen Patienten zum Kardiologen schicken. Wenn es sich um eine Diagnose handelt bei diesem Fallbeispiel, häufig in Richtung Depression oder Ähnliches, denken Sie daran, dass Sie diesen Klienten auch nach Suizidgedanken fragen müssen. Das ist eine ganz wichtige Frage. Das möchte der Amtsarzt auf jeden Fall hören. Und gehen Sie dann auch so vor, welche Möglichkeiten haben Sie, wenn Sie ihn nach Suizidgedanken fragen. Sie haben die Möglichkeit des Antisuizidvertrages. Sie müssen eventuell den Patienten einweisen lassen. Und ist er nicht bereit, freiwillig in eine Klinik zu gehen, müssen Sie ihn unter Umständen auch durch einen richterlichen Beschluss auch gegen den Willen in eine psychiatrische Klinik einweisen lassen. All dies möchte der Amtsarzt hören, weil daraus merkt er auch, dass Sie keine Gefahr für die Volksgesundheit sind. Und das steht in Ihrem Abschluss dann auch drin, wenn Sie diese Prüfung gemacht haben. Sehr hilfreich kann es sein, wenn Sie Wochen vor der Prüfung sich einfach immer wieder diese Situation der mündlichen Prüfung vorstellen. Stellen Sie sich vor, wie Sie in diesem Amtsarztzimmer sind, der Amtsarzt Ihnen gegenüber, die zwei Beisitzer, und Sie stellen Ihnen die Fragen. Gehen Sie ganz genau in diese Situation, stellen Sie sich's vor und spüren Sie nach, wie Sie immer sicherer werden, wenn Sie sich in diese Situation begeben. Und vor allen Dingen kann es hilfreich sein, wenn Sie sich ein Erfolgsbild machen. Stellen Sie sich vor und spüren Sie nach, wie gut Sie sich fühlen, wenn Sie diesen Abschluss geschafft haben. Sie können sich auch ein Erfolgsbild machen, wie Sie arbeiten möchten später. Sehen Sie sich in Ihrer Praxis. All das wird Ihnen helfen, diese mündliche Prüfung zu schaffen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.